Heute möchten wir euch über eine äußerst wichtige Petition informieren, die letztes Jahr gestartet wurde. Ralf Kahlert und eine Gruppe besorgter Bürger haben diese Petition ins Leben gerufen, um ein Verbot der Partei Die Grünen zu fordern. Die Petition richtet sich an den Bundesrat, die Petitionsstelle und zwei weitere Instanzen. Wir müssen über die rechten Netzwerke in Polizei, Verfassungsschutz und Bundeswehr reden. Und wir müssen darüber reden, wie vermeintlich konservative rechte Parolen seit Jahren salonfähig machen und den Faschismus hofieren. Und da ist doch klar, weder der Verfassungsschutz, der die rechten Netzwerke mitfinanziert, noch mehr Rechte für die Polizei sind nicht Teil der Lösung, sondern sind Teil des Problems. Und manchmal muss man den klugen Worten einer Frau, wie vorhin von Ricarda, sich einfach anschließen und mal den Blick auch zur Jungen Union wagen. Da reden die Männerhorden rund um Tilman Kuban wenige Tage nach Halle auf einmal über angeblich fehlende Vaterlandsliebe. Entschuldigt bitte, aber dann ist man eine ziemlich durchgekochte Kartoffel. Während jüdisches Leben ganz offen bedroht wird, über Vaterlandsliebe zu schwafeln, das ist einfach nur verachtenswert, widerlich und anstandslos und überhaupt no heart for a nation und coole Kids haben kein Vaterland. Und wenn ich gerade bei der Jungen Union bin, bei euch, liebe Junge Union, ist Malle vielleicht nur einmal im Jahr, aber bei uns ist zweimal im Jahr Ende Gelände und den leider viel zu häufig stattfindenden Nazi-Aufmärschen, den werden wir jedes verdammte Mal mit aller Entschlossenheit uns entgegenstellen, verdammt nochmal. Alerta, Alerta, Antifaschista! Warum ist diese Petition so wichtig? Wir sehen mit großer Besorgnis auf das Handeln und die Politik der Grünen. Wir sind überzeugt, dass diese Partei den Interessen der Menschen in Deutschland und der Wirtschaft schweren Schaden zufügt. Ein massiver Anstieg der CO2-Steuer und die damit verbundene Erhöhung der Lebenshaltungskosten werden als zeitnah Folge befürchtet. Seit Januar steigen die Preise für Treibstoff und Heizöl und die CO2-Steuer wird von 30 auf 40 Euro pro ausgestoßener Tonne Kohlendioxid angehoben. Unsere Politiker setzen eine Politik durch, die die Lebenshaltungskosten für alle Bürger, von Rentnern bis zu Arbeitern und Angestellten, erheblich erhöht. Dies gefährdet nicht nur den Wohlstand, sondern bedroht auch die klein- und mittelständische Wirtschaft sowie selbstständige Unternehmer und die Kernindustrien Deutschlands. Firmen verlagern Produktionskapazitäten ins Ausland, was zu Arbeitsplatzverlusten führt. Der wachsende Bürokratismus und steigende Verbrauchsteuern machen das Arbeiten immer unattraktiver. Die neuen Maßnahmen wie die Verdoppelung der Lkw-Maut und die Energiekosten für Privathaushalte werden als nicht sinnvoll anerkannt. Das Bürgergeld macht es für Niedriglohnempfänger und Einwanderer attraktiver, nicht zu arbeiten. Die Lebensunterhaltskosten steigen extrem, Kultur und Gastronomie leiden finanziell unter der grünen Politik. Heizung, Stromversorgung, Wohnungsneubau, Arzneimittelbedarf und das Gesundheitswesen werden für die deutsche Bevölkerung instabil und unbezahlbar gemacht. Forderungen der Petition: sofortiges Verbot der Partei Die Grünen, Einstellung von Waffenlieferungen und finanziellen Kriegsunterstützungen. Wir fordern den Deutschen Bundestag sowie die Landtage auf, beim Bundesverfassungsgericht einen Verbotsantrag gegen die Grünen und ihre Unterorganisationen zu stellen. Wir glauben an eine freie Gesellschaft, in der Meinungsfreiheit ohne Repressalien möglich ist. Doch wir sehen die Gefahr, dass eine einzelne Partei unsere Freiheiten einschränkt und den Wohlstand gefährdet. Unterstützt diese Petition. Wenn ihr dieser Angelegenheit zustimmt, könnt ihr die Petition unterzeichnen und aktiv unterstützen. Teilt dieses Video, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Wir müssen gemeinsam für Wohlstand und Freiheit eintreten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vergesst nicht, die Petition zu unterzeichnen. Gemeinsam können wir etwas bewirken.